Hallo, willkommen beim Thema Datenbanken. Schön, dass ihr vorbeischaut. Thema für heute ist der Einstieg in die DDL von SQL, das heißt die Definition von Datenbankobjekten im Rahmen der Implementierung einer relationalen Datenbank. Wir sehen uns also gemeinsam an, wie man eine einfache Datenbank in SQL anlegt und darin Tabellen mit unterschiedlichen Spalten erzeugt. Am Ende des Videos erfahrt ihr zudem noch, wie ihr Tabellen ändern und löschen könnt. Datenbanken finden Anwendung in vielen verschiedenen Domänen, wie zum Beispiel zur Aufklärung von Verbrechen in einer Polizeistation. In dieser Polizeistation wurde bereits am Entwurf einer Datenbank gearbeitet. Jetzt ist es an der Zeit, darauf basierend eine relationale Datenbank zu implementieren. Lasst uns gemeinsam hineinschauen, welche SQL-Operationen dafür notwendig sind. Bei der Arbeit als Ermittlerin oder Ermittler bei der Polizei wird viel mit Daten gearbeitet und es fallen auch immer wieder neue Daten an. Eine Datenbank, in der später die Daten gespeichert und abgerufen werden, muss aber zunächst erst einmal angelegt werden. Um eine Datenbank anzulegen, benötigen wir klarerweise ein entsprechendes Datenbankmanagementsystem, wie zum Beispiel PostgreSQL, MySQL oder andere. Der Standardbefehl zum Anlegen einer Datenbank lautet Create Database und anschließend folgt der Name, den wir der Datenbank geben wollen. SQL-Anweisungen werden immer mit einem Strichpunkt abgeschlossen. Ich benenne meine neu erstellte Datenbank LokiDB. Bei diesen Namen, egal ob Datenbanknamen oder Bezeichnungen von Tabellen, ist die Groß- und Kleinschreibung meist egal, wird also nicht beachtet. Die meisten Systeme sind hier nämlich case-insensitive. Ich könnte also auch alles kleinschreiben, das macht für das System keinen Unterschied. Zudem müssen wir beachten, dass wir keine Umlaute verwenden. Es ist sehr empfehlenswert, nur Zeichen des Ansehzeichensatzes, also keine Umlaute, Sonderzeichen oder dergleichen zu verwenden, da dies von den meisten Datenbankmanagementsystemen nicht unterstützt wird. Würde man also eine Datenbank für eine Bäckerei anlegen wollen, sollte man besser BäckereiDB mit AE statt Umlaut R schreiben. Bleiben wir aber bei unserer Loki-Datenbank, also dem Namen LokiDB, und erstellen diese. Nun benötigen wir noch Tabellen, die wir dieser Datenbank hinzufügen und in welchen wir später die Daten speichern und abrufen können. Lasst uns eine Tabelle zur Speicherung der Personen erstellen, die diesem Relationenschema entsprechen. Wir wollen also eine Tabelle Person mit den hier gezeigten Spalten anlegen. Davor schauen wir uns das Ganze aber erstmal allgemein an. Neue Tabellen werden in SQL mit der Operation createTable gefolgt vom Tabellennamen erstellt. Nach dem Tabellennamen folgen zwei runde Klammern, zwischen denen die Spalten der Tabelle spezifiziert werden. Die Spalten definiert man, indem man ihnen einen Spaltennamen gibt und den dort gewünschten Datentyp definiert. Damit wird angegeben, wie die Daten dort aussehen werden bzw. müssen. Das können Zahlen, Zeichenketten, also Wörter, Datumsangaben oder andere Datentypen sein. Und das macht man für alle Spalten. Schauen wir uns noch kurz an, welche Datentypen es in SQL gibt, bevor wir dann die Tabelle Person erstellen. Hier sehen wir die wichtigsten Datentypen. Gehen wir sie kurz der Reihe nach durch. Da gibt es zunächst einmal Char, welches zum Speichern von Zeichenketten, also zum Beispiel Wörtern und kurzen Texten, verwendet wird. Mit Size wird eine fixe Länge angegeben, also aus wie vielen Zeichen diese bestehen. Ein Char mit der Länge 3 kann also etwas wie Out als Abkürzung für das Land Österreich speichern. Oder auch GER oder SLO. Dem sehr ähnlich ist das häufig verwendete VARCHAR. VARCHAR ist der Datentyp für die Speicherung von Zeichenketten mit variabler Länge. Hier gibt Size die maximale Länge an. Gibt man also hier den Wert 15 an, so können in der Spalte folgend nur Zeichenketten mit maximal 15 Zeichen stehen. Das könnte das Wort Polizei sein. Wollten wir das Wort Polizeiinspektion hier abspeichern, würde der Platz aber nicht ausreichen. Für die Abspeicherung von Zahlen gibt es den Datentyp Integer. Dieser erlaubt jedoch nur ganzzahlige Werte, sowohl positive als auch jene mit negativen Vorzeichen. Für Kommazahlen gibt es den Datentyp Decimal. Dabei kann man mit P auch spezifizieren, wie viele Ziffern, vor und nach dem Komma gemeinsam, man möchte, sowie mit S auch die Anzahl der Nachkommastellen angeben. Wählt man hier die Werte 5 und 2, so haben in dieser Spalte die gespeicherten Zahlen insgesamt maximal 5 Ziffern, wobei 2 auf die Nachkommastellen entfallen. Dort gespeicherte Zahlen können zum Beispiel 2,50 oder 123,45 sein. Dann gibt es noch Datentypen für Datumsangaben sowie Uhrzeiten oder die Kombination beider, also die gemeinsame Abspeicherung von Datum und Uhrzeit in einer Spalte. Dazu verwendet man die Typen Date, Time oder Timestamp. So kann ein Datum so aussehen und eine Uhrzeit so. Oder man speichert Datum und Uhrzeit kombiniert als Timestamp ab. Und dann gibt es noch den manchmal sehr brauchbaren Boolean-Datentyp.
Bei diesem Typ gibt es nur zwei Möglichkeiten des Inhalts, true oder false. Diesen verwendet man zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Kennzeichnung oder eine Unterscheidung machen möchte, wie zum Beispiel, ist ein aktiver Mitarbeiter oder nicht. Das waren jetzt die wichtigsten Datentypen, die sich übrigens auch im SQL-Standard finden. Als nächstes werden wir unsere Tabelle zur Speicherung der Personen erstellen. Aber zuerst einen kleinen Schluck Kaffee. Danke dir, Amar. Gut, dann lasst uns die Tabelle erstellen. Der allgemeine Befehl dazu war ja dieser hier. Das heißt, wenn wir eine Tabelle zur Speicherung von Personen anlegen möchten, nennen wir diese auch entsprechend. Ich schreibe hier Person als Tabellennamen. Tabellen benennt man idealerweise nach dessen Inhalt in der Einzahl. Nun folgen nach der runden Klammer die einzelnen Spalten, die ich in der Tabelle anlegen möchte. Dazu schauen wir uns das Relationenschema nochmal an. Die erste Spalte ist also die Personennummer. Ich nenne diese in unserem Kontext Pairs-ID, wie es auch im Relationenschema steht. Die ID soll eine ganze Zahl sein, also trage ich als Datentyp Integer ein. Als weitere Spalten nehmen wir den Vor- und den Nachnamen. Das sind beides variable Zeichenketten, also tragen wir hier Varchar ein. Als maximale Länge nehmen wir vielleicht 255. Das ist eine gängige Länge. Ich denke, das sollte locker für die Speicherung aller Namen und Vornamen reichen. Weiters möchten wir noch das Geschlecht und das Geburtsdatum der Personen abspeichern. Fügen also dafür jeweils eine eigene Spalte hinzu. Einmal mit Datentyp char 1, da das Geschlecht als Einzelbuchstabe angegeben werden soll, mit M für männlich, W für weiblich und D für divers. Für das Geburtsdatum nutzen wir den Datumstyp date. Mit den weiteren Spalten, wie der Telefonnummer, dem Familienstand sowie Land- und Adressen-ID, verfahren wir ähnlich. Das zeige ich jetzt aber nicht mehr. Ich denke, es ist inzwischen klar, wie eine Tabelle mit unterschiedlichen Spalten angelegt wird. So, das waren jetzt die wichtigsten Grundlagen, um eine einfache Datenbank mit Tabellen und unterschiedlichen Spalten anzulegen. Was wir uns jetzt noch ansehen werden, ist, wie man die erstellten Tabellen ändern kann, also diesen Spalten hinzufügt oder von diesen Spalten löscht. Und am Ende zeige ich noch den Befehl, mit dem ihr ganze Tabellen löschen könnt. Alle SQL-Befehle, um Tabellen zu ändern, beginnen mit AlterTable und dann dem Namen der Tabelle, in der die Änderung passieren soll. Um einer Tabelle eine neue Spalte hinzuzufügen, schreiben wir nach diesem Befehl add den neuen Spaltennamen und anschließend den gewünschten Datentyp. Wollen wir also zum Beispiel unserer Tabelle Person eine Spalte zur Speicherung einer Adresse hinzufügen, schreiben wir @Adressen-ID Integer. Integer als Datentyp deshalb, weil ich später eine eigene Tabelle Adresse anlegen will und in der Adressspalte hier in der Tabelle Person nur eine Nummer eintragen will, die auf eine bestimmte Adresse in der anderen Tabelle verweist. Hoppla, ich glaube, ich habe einen Tippfehler beim Spaltennamen gemacht. Lasst uns diese Spalte nochmal löschen. Der Befehl, mit dem eine Spalte gelöscht wird, beginnt wieder mit AlterTable und dem Tabellennamen. Danach folgt dann der Befehl DropColumn und der Name der Spalte, die wir löschen wollen. Wir wollen aus der Tabelle Person die Spalte Adressen-ID löschen, also schreibe ich das so hin. Um eine ganze Tabelle zu löschen, gibt es übrigens den Befehl DropTable, gefolgt vom Tabellennamen. Aber Achtung beim Löschen! Es werden alle Daten in der entsprechenden Tabelle bzw. Spalte mitgelöscht und sind damit meist unwiederbringlich verloren. Also gebt Acht und seid beim Löschen immer sehr vorsichtig. Das war es mit den Grundlagen zum Erstellen einer Datenbank. Wir haben Tabellen mit unterschiedlichen Spalten angelegt und dabei unterschiedliche Datentypen kennengelernt. Zudem haben wir uns angesehen, wie man Spalten in einer Tabelle hinzufügen und auch wieder löschen kann. Auch ganze Tabellen können wir nun aus der Datenbank mit Vorsicht löschen. Die Polizeidienststelle hat damit die Grundlage, die notwendigen Daten zu speichern. Das waren die grundlegenden Schritte zum Erstellen einer einfachen Datenbank. Es gibt noch weitere Schritte und Dinge, die man beim Anlegen einer Datenbank beachten sollte und Details, die man angeben kann. Damit befassen wir uns aber in einem anderen Video. Bis bald!